Willkommen Leute zur neuen Folge Wallow Wins. Wir machen heute die Challenge von der Fuchs. Und der Fuchs möchte, dass ich in Mega Man 1 die Gutsman Stage schaffe. Ich schätze mal plus Gutsman. Ohne Game Over und Buster Only. Ohne Game Over ist mir ein bisschen zu lahm, würde ich sagen. Das ist zu leicht, weil dann darf ich ja doch noch dreimal sterben. Das ist zu easy, lieber Fuchs. Wir machen No Death, bedeutet kein einziges Mal sterben. Und da wissen wir, dass diese Stelle hier eine wahnsinnsgefährliche Stelle ist. Denn da stirbt man leichter, als man gucken kann. Aber ich habe es mittlerweile gelernt, denn man muss auf den unteren paar Nippel achten. Also das grüne Ding da unten, das entscheidet, wann diese Teile runtergehen. Da lässt man sich so ein bisschen, ne? Man lässt sich so ein bisschen nämlich von der Länge des Dings verarschen. Ist einfach so. So, jetzt werden sich viele denken, und wo ist da jetzt die krasse Challenge? Jeder weiß, oder was heißt jeder weiß? Keiner weiß. Jeder, der im Stream war, weiß, dass ich echt kacke in Mega Man bin. Ich habe mir gerade 5-mal so einen Run angesehen, wo das jemand ohne Gegentreffer geschafft hat. Und hoffe einfach mal, dass ich hieraus ein paar Informationen nehmen konnte. Ja, da habe ich auch gelernt, wie dieses System funktioniert. Voll dumm. Mit diesen Typis hier habe ich große Probleme, würde ich mal behaupten. Da kann es sein, dass man, muss man ein bisschen dichter rangehen, so, ja. Wo ist die Schwierigkeit? Die Schwierigkeit ist, dass ich bei Gutsman definitiv einiges an Energie verlieren werde, gehe ich zumindest von aus. Und jetzt muss ich meinen Energiebalken irgendwie nach Möglichkeit möglichst lange gut oben halten. Und das ist schwierig für mich. Das ist tatsächlich wirklich schwierig für mich, weil kein Mega Man-Profi. Man sieht es eventuell schon, ne? Schon einiges an Energie verloren. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Leute. Das kann ich euch sagen. Das ist überhaupt nicht gut. Ah, nee, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Nee, da verliere ich nur Energie. Weil hier liegt noch ein bisschen. Aber jetzt sind wir auch schon fast bei Gutsman. Jetzt sind wir tatsächlich schon fast bei Gutsman. Hier entscheidet jetzt das Glück. Okay, wenn er natürlich so macht. Yes! Boah, haben wir einen Luck. Fuck, haben wir einen Luck. Das könnte klappen. Das könnte tatsächlich klappen. Die Challenge, beziehungsweise die Bestrafung, da bin ich mir nicht sicher. Da steht, es ist einfach auszuführen. Grundsätzlich gebe ich dir recht. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob anatomisch mein Kopf tatsächlich in so einen handelsüblichen Eimer passt. So, im Video habe ich gesehen, dass der Typ sich hat immer stunnen lassen. Also, dass sich stunnen lassen die schlauere Sache ist, weil man rechtzeitig wieder aufstehen darf. Man darf rechtzeitig wieder aufstehen, um Gutsman zu treffen. Jetzt muss ich da aber durch irgendwie. Jetzt muss ich da durch, Gutsman. Hilft nichts. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Wir müssen weiter weg, wir müssen weiter weg, wir müssen weiter weg, wir müssen weiter weg. Jetzt macht das wieder. Nein. Nein, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, das ist zu schwer. Ich kann Gutsman nicht besiegen, so einfach. Er holt sich immer noch nichts, er holt sich immer noch nichts. Gutsman, du bist ein Trottel. Yes, Mann. Ja. Jetzt kann man sagen, das war zu einfach, Wollo. Das war eine Challenge. Das ist halt eine Kleinigkeit, die ich auch dazu adden möchte mal. Jetzt ganz kurz so, ne, in eigener Sache, wegen dieser Challenges. Es wäre cool, es wäre wirklich cool, wenn ihr Challenges nehmt, wo ihr selber wisst, das kann man schaffen. Also wirklich getestete Challenges sozusagen. Ihr habt es irgendwo mal gesehen, dass es jemand geschafft hat. Oder ihr habt, was weiß ich, ne? Ihr versteht schon, oder? Ihr habt es selber getestet. Das wäre echt cool. So, ich hoffe, das war jetzt nicht, das war jetzt nicht das Schwierigste tatsächlich. Das konnte man durchaus schaffen. Mal wieder so ein Ding, na. Für die nächste Challenge steht im Grunde schon fest. Da habe ich was ganz Cooles und das wird unfassbar schwer und es ist, ja, ich würde sagen, zu 99% sicher, dass ich es nicht schaffe, auch wenn es etwas ist, was man tatsächlich schaffen kann. Freut euch drauf. Kommt am Wochenende vermutlich. Leute, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Wallow Wins und ja, bis dann und ciao.